Ja, und weiter geht's hier auf unserer Reise. Wir haben jetzt in Mentor, das ist so ein bisschen östlich von Monaco, haben wir genächtigt hier direkt am Meer. Ihr seht's noch, wir waren auch schön baden gestern Abend noch ein paar Mal. Es war einfach herrlich warm, das Wasser, und oh, wunderschön. Haben einen sehr schönen Abend hier verbracht in einer Bar, wo wir ein paar Cocktails geschlürft haben und lecker gegessen haben. Jetzt kommt erstmal ein relativ langweiliges Stück. Fahren jetzt ein bisschen der Küste entlang, dann geht's auf die Autobahn und dann ja, ziemlich langweilig erstmal Richtung Gebirge wieder hoch. So, sind eben durch den Grenzcheckpoint hier, der tatsächlich auch ein bisschen überwacht ist, dank Corona. Ja, jetzt sind wir in Italien gelandet. Und eine Mücke in meinem Helm. Gut, also wie schon gesagt, es geht jetzt erstmal ein ziemlich langweiliges Stück hier irgendwie über die Autobahn. Ja, und dann geht es zum Passo Stelvia. Das ist so auf jeden Fall unser Ziel heute. Noch ein kleines bisschen Kurven fahren da. Und ob wir dann Richtung Schweiz abbiegen oder Richtung Österreich, das werden wir dann vom Wetter abhängig machen. Die haben es heute Nachmittag und auch morgen wieder doch so ein bisschen verregneter gemeldet. Seht ihr auch schon hier, so zieht es auch ein bisschen zu. Ja, ich hoffe, wir kommen einigermaßen trocken wieder nach Hause. Nicht, dass wir wieder so eine komplette Regenfahrt haben wie auf der Herfahrt durch Deutschland. Aber das werdet ihr sehen im Video. Viel Spaß. Nachdem wir in den ersten beiden Teilen die Route des Grand des Alps in Richtung Süden gefahren sind, geht es nun wieder über Italien, Schweiz und Österreich nach Deutschland. Auf unserem Rückweg wollen wir gerne den Passo dello Stelvio oder auch bekannt als Silvsterjoch überqueren. Dieser sehr bekannte Gebirgspass in den Ortler Alpen ist mit einer Höhe von 2757 Metern nach dem Col de Isaron der zweithöchste asphaltierte Gebirgspass der Alpen. Außerdem werde ich in diesem Teil ein ausführliches Resümee zu Versus 1000 SE geben, welche mir Kawasaki Deutschland für diese Tour zur Verfügung gestellt hat, und auch nochmal auf die Route des Grand des Alps eingehen. Viel Spaß! So, wir haben jetzt Milano schon ein ganzes Stück hinter uns gelassen und ihr seht schon hier vorne, vor uns tauchen wieder die Berge auf. Es war echt jetzt eine richtig anstrengende Autobahnetappe. Ich weiß gar nicht, wann wir da losgefahren sind, aber es waren mehrere Stunden hier bei so um die 28 Grad, echt super anstrengend. Und was mich richtig angekotzt hat, sind einfach diese Mautstationen hier. Ja, das ist echt für Motorradfahrer der allerletzte Mist, wenn du hier irgendwie dann die Handschuhe ausziehen musst, deine Geldkarte rauskramen musst. Dann an der Einstation habe ich nicht gepeilt, dass ich den Belegzettel mir rausziehen muss. Der war in irgendeinem komischen Fach, da ging diese Schranke nicht auf. Hinter mir die Autos schon am Hupen, bis dann einer ausgestiegen ist und hat mir gezeigt, dass ich nur diesen beknackten Zettel noch ziehen muss. An der nächsten Station war es wieder komplett anders. Da hat sie irgendwie meine Karte nicht genommen. Da hat Thomas dann erstmal seine reingesteckt. Bei ihm ging dann aber seine Karte nicht. Also, und ist bei der Hitze. Und unten glüht dann so der Motor unter einem, der dann hier ruckzuck über oder an die 100 Grad geht. Also, es war echt jetzt anstrengend. Und ich freue mich jetzt, dass es vielleicht hoffentlich, wenn wir jetzt endlich da in den Alpen sind, wieder ein bisschen höher geht, dass es dann auch von der Temperatur wieder ein bisschen runtergehen, ein bisschen weniger Verkehr. Die fahren auch hier alle wie die Bekloppten einfach. Also ich finde es so krass, wie die hier auf den Motorrädern einfach mit kurzer Hose, T-Shirt und dann ballern die hier, ja, hier kommt man nicht, aber echt die meisten, dann ballern die hier zwischen den Autos durch. Also es ist einfach nur krass. Ja, also gleich sind wir wieder hier auf jeden Fall in den Bergen. Geil. 4 Kilometer Tunnel und dann das. Oh. Da jetzt mal reinspringen, das wäre auch ziemlich cool eigentlich. Aber leider ist das nicht mehr drin. Nach einer schier endlosen Autobahnetappe sind wir am Comer See, welcher in der Region Lombardei liegt, angekommen.
Der Comer See ist mit seinen 146 Quadratkilometern und einer Länge von 51 Kilometern gemessen an der Wasserfläche neben dem Gardasee und dem Lago Maggiore der drittgrößte See Italiens. Also gefühlt fahren wir jetzt die letzte halbe Stunde nur unter der Erde. Hier ist ein Tunnel am anderen. Das ist so ermüdend einfach. Am Anfang ist es noch spannend, aber... Und schon der nächste Tunnel. Und dann sind die so teilweise bis 4 Kilometer lang und es ist einfach nur... Ja... Langweilig. Aber trotzdem abgefahren. Einfach diese Bauten, also wie viele Tunnels die hier gebaut haben, um einfach durch die Berge durchzufahren. Ja, ich weiß gar nicht, was krasser ist, so eine Passstraße zu bauen, die irgendwie da sich an steilen Hang entlang schlängelt. Oder hier diese gigantischen Tunnel, wo einer nach dem anderen kommt. Aber ich will eigentlich lieber wieder auf die Passstraßen hoch. Auf der Strecke von Mailand bis zum Stilfserjoch durchfuhren wir sage und schreibe 23 Tunnel mit einer Gesamtlänge von über 33 Kilometern. Endlich wieder Kurven fahren. Wir sind am Pass angelangt. Es war wirklich jetzt eine echt ermüdende Geradeausfahrt hier durch dieses Norditalien. Grauenhaft.
So, wir haben jetzt einfach mal eine kleine Pause eingelegt hier und ein paar Bilder gemacht und kurz mit der Drohne geflogen und haben gewartet. Da unten war ja eine Ampel und die ist ja ab und zu auf Rot, bis die Bekloppten hier durch sind. Und jetzt kann man hier ein bisschen entspannter fahren, ey. Das geht echt Wochenende hier, glaube ich, überhaupt gar nicht. Haben ja auch schon Leute vorher leider gesagt. Aber ich wollte irgendwie gerne zurück zu das Ding nochmal mitnehmen. Ist ja schon einfach ein super schicker Pass hier auch. Es sieht einfach so geil aus und da ballern die Leute hier durch. Ich verstehe es nicht. So ein bisschen gucken kann man ja zwischendurch auch mal. Und es ist wieder kühler. Jetzt haben wir jetzt hier 12 Grad, oben sind bestimmt nur noch so 5 oder so. Das ist auch echt, ich finde es gerade so angenehm, nach dieser Schwitzetour heute endlich mal ein bisschen kühlere Luft. Fängt so gerade so ganz leicht an zu regnen. Hängt wahrscheinlich gerade in der Wolke drin. Ich hoffe einfach, dass das auf der anderen Seite dann wieder aufhört. Die moderne, etwa 50 Kilometer lange, asphaltierte Straße über das Dilfser-Joch wurde von 1820 bis 1825 vom österreichischen Kaiserreich gebaut. Sie weist auf der 21 Kilometer langen italienischen Westrampe 34 Kehren und auf der 27,5 Kilometer langen Südtiroler Seite sogar ganze 48 Kehren auf. Der Ursprung dieser Straße liegt allerdings viel weiter zurück, denn schon zur Zeit der Römer führte ein Saumweg über diesen Pass.
macht das einfach nie am Wochenende. Es ist einfach, ja, also es macht einfach keinen Spaß, weil einfach zu viele Bekloppte hier unterwegs sind. Also ist wirklich anstrengend. Ist auch, die Abfahrt ist schon sehr anspruchsvoll, sehr, sehr enge Kurven. Es macht jetzt auch, also mir nicht wirklich Spaß. Es ist so, kann man mal machen, mal gesehen haben und jetzt ist ein Haken dran. Also ich werde hier sicherlich nicht wieder herfahren. Es hat jetzt auch noch dazu ein bisschen angefangen zu regnen leider, aber gut, ist jetzt so. Aber es ist nicht dolle, nur so ein bisschen. Und wir haben jetzt gerade unsere Unterkunft gebucht in der Schweiz und haben jetzt noch so etwa 2 Stunden hier vor uns. Und dann sind wir auch fertig für heute. Hier ist so eine richtige Vespa-Gang. Sau lustig. Die sind auch gerade den Pass runtergefahren. Verrückt. Verrückt, verrückt, verrückt. So, und da will ich noch mal ein kleines Resümee ziehen jetzt zur Tour und aber auch zur Versus 1000 SE natürlich, mit der ich hier unterwegs war. Ja, wo fangen wir an? Also, die Tour war wirklich genial. Ich bin jetzt, das war ja meine erste Alpüberquerung quasi. Jetzt geht es halt wieder zurück und deswegen, ich kann das jetzt schwer vergleichen mit irgendwelchen anderen Routen. Es gibt sicherlich jede Menge sehr geile Pässe, die man fahren kann und jede Menge Routen über die Alpen, aber ich glaube, die Tour jetzt, die wir gefahren sind, die ist schon auf jeden Fall ganz, ganz weit vorne. Da waren wirklich sehr geile Pässe, sehr geile Strecken dabei, sehr abwechslungsreich insgesamt. Man kann es sicherlich noch ausdehnen. Da gibt es noch ein paar Touren, die man, wo man quasi die Haupttour, die wir jetzt so gefahren sind, noch ein bisschen Umwege fahren kann über noch 2-3 weitere Pässe. Da kann man sich sicherlich noch ein paar Tage länger austun. Wir haben es jetzt eben in quasi 4,5 Tagen ja insgesamt gemacht, das Ganze. Also man kann sich sicherlich mehr Zeit für nehmen und das Ganze noch mehr genießen. Ist auf jeden Fall zu empfehlen. Ansonsten, wie gesagt, sehr abwechslungsreich die Tour. Ihr habt da von relativ hohen Pässen mit langen, weiten Kurven bis zu sehr kleinen, versteckten Pässen, wo es teilweise schon sehr abenteuerlich zugeht. Eigentlich alles dabei gehabt. Wir hatten sehr geiles Wetter. Es ist auch nicht zu überfahren gewesen. Also gerade jetzt zum Stifler's Horn. Nee. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht aussprechen. Ich habe immer Stiflers Mom im Kopf und deswegen rutscht mir immer irgendwie Stifler in den Kopf. Ist auch egal. Auf jeden Fall zu dem Pass, den wir jetzt gerade gefahren sind, oder auch Großglockner oder solche Sachen, ist es auf jeden Fall deutlich leerer, ruhiger und ihr seid mehr für euch und könnt das bedeutend mehr genießen. Ja, also auf jeden Fall eine absolute Empfehlung, das mal zu fahren, wenn ihr Bock habt. Ich blende euch unten auf jeden Fall auch noch ein, wo wir genau lang gefahren sind. Ich habe das ja mit Kalimoto auch alles getrackt, welche Orte wir gefahren sind, welche Pässe. Und blendet euch das alles ein, dass ihr, wenn ihr Bock habt, das komplett nachfahren könnt oder zum Teil nachfahren könnt. Ja, vielleicht ist auch geil, das mal in die andere Richtung zu fahren, von Süden nach Norden. Auf jeden Fall absolut zu empfehlen. Ja, kommen wir zu Versus. Ich bin jetzt mit der Versus, ich muss gerade mal kurz durchgucken. Also wir sind jetzt hier, bin ich mit der schon wieder fast 2400 Kilometer unterwegs gewesen. Hatte die am Frühjahr auch schon mal gehabt. Also insgesamt auf jeden Fall deutlich über 3000 Kilometer damit jetzt gefahren. So ziemlich alles mit ihr gemacht, was man mit einem Motorrad machen kann. Und ja, was soll ich sagen, es ist wirklich eine eierlegende Wollmilchsau, die... Die Versus kann so ziemlich alles und kann das auch alles sehr, sehr gut. Die einzigen Sachen, die ich kritisieren kann, oder fangen wir an mit dem, was ich kritisieren kann. Genau so machen wir es. So, das Gute und das ist das Viele zum Schluss. Was ich heute bei dieser großen Hitze ab und zu wieder dachte, ist, ich würde mir manchmal ein bisschen weniger Motorrad hier drumherum wünschen. Bisschen weniger Windschild, bisschen weniger das, einfach ein bisschen mehr Wind. Weil,
es ist schon einfach ein ziemlich krasser Wetter- und Windschutz hier. Und gerade heute, wo wir hier bei an die 30 Grad unterwegs waren und das noch auch hier unten, wo man zum Teil echt sehr langsam fährt, wo man viel 60, 90, 70 unterwegs ist, ja, da wird man schon ganz schön gekocht hier. Auf der Börse. Also da könnte ein bisschen mehr Wind hier, ein bisschen weniger Motorrad oder ein bisschen mehr Wind würde da ganz gut tun. Was auch noch so immer wieder, ich hatte es im Testvideo ja auch schon erwähnt, ist das Getriebe, der Quickshifter. Der Quickshifter, der funktioniert gut, wobei ich es heute auch wieder hatte. Also man muss dem einfach ein bisschen Zeit geben, genauso dem Blipper. Der Blipper, der kriegt von mir bloß so, keine Ahnung, 6, 7 von 10 Punkten. Der will schon einfach geschalten werden und will auch relativ ruhig. Also solange man dem ganzen Motorrad Zeit gibt und am Cruisen ist, funktioniert das alles wunderbar. Quickshifter sowieso und der Blipper auch. Wenn man es ein bisschen härter angehen lässt und ein bisschen mehr ins Gas geht, dann hakt das Ganze doch schon ab und zu. Und da habe ich öfters mal dann doch eher die Kupplung gezogen und von Hand geschalten, weil es einfach schneller geht und man dadurch einfach sportlicher fahren kann. Also zum sportlichen Fahren ist es hier eher nicht so richtig wirklich geeignet, aber dieses Cruisen, dieses normale, was man eigentlich ja mit der Versus auch eher macht, das funktioniert hier sehr, sehr gut. Aber ja, das muss einfach gesagt sein, es ist zum sportlichen Fahren schon so ein bisschen hakelig. Ja, und jetzt sind wir in der Schweiz angekommen. Ja, und das war es auch eigentlich schon, was ich hier an Negativen zu sagen hätte. Windschild verstellen, habe ich ja im Testvideo auch gesagt. Übrigens, wenn ihr es noch nicht geschaut habt, dann ich blende es euch mal oben ein, schaut es euch mal an. Windschild, hatte ich ja gesagt, ist halt mit diesen Rädchen hier vorne, das Verstellen, so ein bisschen umständlich. Ich dachte erst, es geht nur im Stehen, aber es geht doch durchaus auch, wenn man fährt. Man macht erst das eine Lose, dann macht man das zweite Lose, dann drückt man es hoch oder runter. Das klemmt nämlich ein Stück weit einfach fest und dann kann man es wieder justieren. Also es geht beim Fahren wunderbar. Ich habe es öfter mal bei Regen dann wieder hochgezogen und wenn es dann sehr warm war, wieder nach unten gemacht. Während dem Fahren doch alles kein Problem. Braucht ein bisschen Übung, müsst euch eine Stelle suchen, wo ihr einfach euch so ein bisschen darauf konzentrieren könnt und einfach es geradeaus geht. Das funktioniert gut. Jo. Gut funktioniert auf jeden Fall der Motor. Also dieser 1000 Kubik rein Vierzylinder hier, der ist einfach ein Traum. Diese Laufruhe, dieses Drehmoment unten raus schon, ihr könnt extrem schaltfaul fahren, der begeistert mich wirklich komplett. Der macht super Spaß mit dem Motorrad, aber ihr könnt eben auch ein bisschen ans Gas gehen und ein bisschen aggressiver den fordern, das kann er auch. Der macht einfach in jeder Lage super, super viel Spaß. Genauso das ganze Fahrgefühl, wie ihr hier drauf sitzt. Wir haben jetzt, ich weiß gar nicht, am Donnerstag, wo wir quasi losgefahren sind, am Genfersee, sind wir schon früh um 5 losgefahren und sind wirklich bis spät abends hier unterwegs gewesen. Das ist alles überhaupt gar kein Problem. Klar, wenn ihr jetzt ihr Teilen hoch zu jetzt diese lang geraten habt und stundenlang hier auf dem Bock sitzt, klar tut dann irgendwann der Hintern weh, man denkt, ja, man will mal wieder sich ein bisschen drauf bewegen. Das ist aber völlig normal, das habt ihr auf jedem Motorrad. Aber es ist hier wirklich super bequem und man kann stundenlang hier drauf fahren. Genauso der Lenker, die ganze Bedienung hier von der Versus, die taugt mir einfach absolut. Es geht alles so gut. Was richtig geil auch ist, ist das Licht. Das haben wir ja auch jetzt gerade, wo wir am ersten Tag von Genf da aus so früh losgefahren sind. Es war ja noch dunkel. Dieses Kurven, dieses Schräglagenlicht hier vorne, das ist einfach, das LED-Licht ist sowieso schon mega hell, aber dieses Kurvenlicht da noch, wenn ihr da in die Kurve geht und euch neigt, wenn das noch angeht, das leuchtet so verdammt gut aus. Das macht so Spaß und geht einfach so gut. Absolut geil.
Was haben wir noch mit den Koffern? Klar, keine Frage. Koffer ist einfach geil. Ihr packt den ganzen Mist da rein. Die sind wasserdicht. Die merkt ihr beim Fahren einfach mal gar nicht. Super entspanntes Fahren ohne Rucksack. Ihr könnt einen Sozus noch mitnehmen hier. Alles sehr, sehr komfortabel. Natürlich, wenn ihr noch einen Topcase habt, dann könnt ihr da euren Helm reinschmeißen. Das war jetzt so ein bisschen, wenn man dann angekommen ist am Hotel und hat dann eben rechts und links den Koffer in der Hand und muss natürlich seinen Helm auch noch mitschleppen, hat man irgendwie eine Hand zu wenig mit dem ganzen Gerümpel hier noch, mit der Insta360 und was ich immer noch hier am Motorrad habe, ist es dann schon echt anstrengend gewesen. Geil ist nämlich, wenn ihr einen Topcase habt, schmeißt den Helm da rein und könnt nur die beiden Koffer nehmen und zieht los. Oder am besten noch nur die Innentaschen von den Koffern, die ja da auch drin sind. Das ist schon echt geil einfach. Also Tourfahren ist mit so einem Motorrad einfach ein Traum. Ja, generell das ganze Fahrverhalten in Kurven hier, das schenkt so viel Vertrauen. Auch der Reifen, der hier drauf ist, der Serienreifen, der ja, macht absolut seinen Job. Ich habe den extra hier nochmal tauschen lassen, weil ich dachte hier auf der Tour jetzt die vielen Pässe und die Länge der Tour, der relativ grobe Asphalt auch teilweise dann Italien dann unten, nicht Italien, in Frankreich, so im Süden, der verlangt dem Reifen einiges ab, aber der sieht noch richtig gut aus. Damit kann man noch sehr, sehr weit fahren. Also der hat eine extrem lange Standzeit und bietet trotzdem sehr, sehr gute Performance. Ja, ansonsten Fahrwerk halt, ich habe es ja mehrfach schon gesagt, dieses Skyhook-Fahrwerk hier ist ein absoluter Traum, auch in Verbindung mit der Bremse, die Vorderbremse, die geht so spielend leicht und dadurch das Bike da nicht eintaucht und ihr einfach auf diesen Pässen bergab und so diese absolute Stabilität habt hier in dem Motorrad, das ist einfach absolut geil. Und das ist auch was, was ich glaube ich, die Frage kam des Öfteren jetzt über die Tage, was ich der Linea 1000 SX noch vorziehen würde hier. Das ist wirklich so, ihr müsst halt abwägen, wenn ihr überlegt, Linea 1000 SX, habe ich auch ein Testvideo gemacht, war ich im Harz, könnt ihr auch mal anschauen, ich blende es euch oben ein. Also wenn ihr die Wahl habt, Linea 1000 SX oder hier die Versus 1000 SE, ja, ihr müsst abwägen, wenn ihr dieses geile Fahrwerk wollt und einfach diese, ich weiß nicht, also die fährt wirklich absolut geil. Wenn ihr das wollt und euch die Geschwindigkeit und dieses Sportliche, was die Linea 1000 SX ja noch ein bisschen mehr mitbringt, egal ist und wenn ihr auch nicht unbedingt jetzt 200 plus fahren wollt auf der Autobahn, dann greift ganz klar zur Versus. Die ist einfach vom Fahrgefühl her, würde ich sagen, noch ein Ticken besser, was das Touren angeht. Wenn ihr auch mal ein bisschen schneller unterwegs sein wollt und ein bisschen sportlicher noch von der Sitzposition das wollt und eben auch mal 200 plus fahren wollt oder generell 150 plus, also auch über 150, finde ich, macht die Versus nicht mehr so richtig Spaß. Das ist auf einer Linea 1000 SX einfach bedeutend besser und angenehmer. Ja, dann neben der Linea 1000 SX, fahrt auf jeden Fall beide Bikes Probe, wenn ihr da zwischen der Wahl steht. Ich würde mich jetzt, nachdem ich beide Bikes ja doch schon relativ viel jetzt auch gefahren bin, ich würde mich wahrscheinlich eher für die Versus 1000 SE hier entscheiden. Auf jeden Fall die Versus 1000 SE mit dem Skyhook-Fahrwerk, das ist diese 2000 Euro an Mehrpreis, ist absolut gerechtfertigt. Ich würde die auf jeden Fall mit der SE, mit dem Skyhook-Fahrwerk kaufen. Ja, ansonsten fahrt die Probe, müsst ihr für euch selber entscheiden. Schwer da was zu sagen. Machen beide Spaß, aber die Versus wäre, glaube ich, mein Favorit. Mit einer mit einem knappen Vorsprung. Ja, viel mehr fällt mir eigentlich gar nicht ein jetzt, was ich euch noch erzählen soll. Wir fahren jetzt hier noch gemütlich durch die Schweiz im Regen, der jetzt gerade wieder einsetzt. Stört einen aber hier auf der Versus nicht wirklich. Und dann, ja, haben wir irgendwann uns das Hotel verdient. Ja, die Aussicht hier, das sieht alles so geil aus. Es hat wirklich so Spaß gemacht, dass dieses verlängerte Wochenende. Nächstes Jahr wird es mit Sicherheit auch wieder sowas in der Art geben. Und da freue ich mich jetzt schon drauf. Ja, wenn ihr Fragen zum Motorrad habt, Fragen zur Tour habt, Fragen zu irgendwas habt, was ihr hier seht,
oder gesehen habt, schreibt es mir in die Kommentare, schreibt mich an, ich versuche es euch in jedem Fall irgendwie zu beantworten. Es freut mich auf jeden Fall, dass ihr es bis hierher geschafft habt. Wenn ihr die ersten Teile noch nicht geschaut habt, dann tut das doch auch. Ansonsten lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, würde mich auf jeden Fall freuen, dass er noch ein bisschen wächst. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Macht's gut. Ciao, ciao.